Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur zweiten Episode von The Room 2. Und beim letzten Mal sind wir hier bei dieser Schatzkiste stehen geblieben, bei dieser Piraten-Schatztruhe, sage ich mal, mit dem lustigen Treeforce da an der Seite. Ich habe mich persönlich sehr gefreut. Ja, ich bekenne mich, ich bin The Legend of Zelda-Fan. Wer nicht, ja? Schande über diese Personen, die nichts mit dem Zelda-Spiel anfangen können. Oder generell mit den Zelda-Spielen, ne? So, ja, auf jeden Fall geht's jetzt hier erstmal darum, dass wir das Teil finden, was hier rein muss in diese Aussparung. Kriegen wir hin? Ich glaube aber nicht, dass das Ganze hier an der Truhe dann befestigt sein wird. Wir haben schon so viel hier rumgefummelt. Ich glaube nicht, dass da noch was ist. Ja, wir gehen erstmal kurz hier ein Stück raus. An der Seite. Na gut, vielleicht geht's an der Seite weiter. Oh! Wir haben eine seltsame Röhre gefunden. Da gucken wir mal in die Röhre. Na? Oh. Hä? Was ist das? Okay, wir konnten das Ding bewegen. Ist da was drin? Nein. Und das ist so krass. Ich meine, im Spiel stürmt es draußen. Ja, wir sind ja mitten auf der See, auf hoher See. Oh. Da hat sich ordentlich was bewegt. Und man hört hier immer das Klopfen von irgendwelchen Luken oder was weiß ich. Man hört die Wellen so peitschen. Das ist echt krass. Gut, also das Ding hat sich hier bewegt. Ich denke mal, wir müssen das jetzt irgendwo reinpacken. Gucken wir einfach mal, was sich hier so anbietet. Auf der Seite ist nichts, oder was? Schade. Kurz die Form irgendwo schon mal gesehen. Ah, wir können gar nicht nach unten gucken. Okay. Möglicherweise hier vorne. War da noch was? Konnten wir die Räder letztens drehen, aber ich glaube, da ist auch nichts weiter. Gehört das da jetzt schon rein? Ja. Okay, cool. Und jetzt? Passiert noch was? Ist es... Ah, müssen wir aufklappen. Oh, das ist eine Karte. Schon geil. Ich meine, ich mag das ja hier irgendwie... Das Ganze so im Piraten-Look and Feel. Irgendwie, wir sind auf hoher See und haben hier irgendwie eine Karte. Und wir haben eine Notiz. Es dauerte nicht lange, sie ausfindig zu machen. Wir fuhren 2 Meilen lang durch heftige Strömungen gen Norden, um ihren Vorsprung aufzuholen. Als wir dem Lande näher kamen, wandten wir uns 2 Meilen gen Westen, um ihr an der Küste den Weg abzuschneiden. Da von ihr keine Spur war, fuhren wir 3 Meilen Richtung Süden, um sie zu finden. Wir erblickten sie, doch ehe wir sie aufhalten konnten, durchquerte sie das Kap. Nun müssen wir der Tide harren. Okay, also ich denke mal, das, was hier drin steht, 2 Meilen nach Norden, 2 Meilen nach Westen, 3 Meilen nach Süden, das müssen wir hier irgendwie nachstellen. Also 2 nach Ö, gehen wir mal ran. 2 nach Norden. Haben wir gesagt, dann 2 nach Westen. Und dann 3 nach Süden. Also, ja, hat geholfen. Gucken wir mal, wir haben eine neue Nachricht freigelegt. Selbst die Elemente haben sich gegen uns gewandt. Der Weg am Kap vorbei führte uns 4 Meilen gen Westen und schon bald sahen wir ihre Masten 4 Meilen entfernt im Norden. Als sie uns hinter sich erblickte, fuhr sie 2 Meilen nach Westen, in eine Nebelbank hinein. Angesichts ihrer schweren Ladung könnten wir sie mühelos überholen, sobald sich bloß dieser verfluchte Nebel legt. Nebel. Der Nebel verfolgt uns in Ark und auch in diesem Spiel ist jetzt auch schon wieder der Nebel am Start. Okay, dann müssen wir das hier mal so ein bisschen einrichten. Also wir fuhren weiter nach Westen eigentlich. Aber von wo aus? Moment, der Weg... Am Kap vorbei führte uns 4 Meilen gen Westen. Aber ich kann hier gar nicht... Kann ich hier überhaupt noch was anwählen? Moment, hier ist ja noch was. Aber ich glaube, das hilft uns nicht. Also ich würde jetzt gerne hier irgendwie die 4 Meilen gen Westen laufen. Aber ich kann hier nichts ziehen. Vielleicht muss ich auch einfach die Felder zählen. 1, 2, 3, 4... Und dann 4 Meilen nach Norden. 1, 2, 3, 4. Und dann noch 2 Meilen nach Westen. Hier.
Ist da was? Hier ist die Nebelbank. Also ich meine, das sieht man ja auch, ne? Aber irgendwie fehlt uns die Münze. Ich denke mal, da gibt es vielleicht noch eine zweite Münze. Schade. Also irgendwie gedacht, dass wir hier gleich weitermachen können. Wir gucken uns erstmal weiter um. Wenn das noch nicht reicht, dann müssen wir halt irgendwie noch einen anderen Hinweis finden. Hängt hier noch was dran? Nein? Gucken wir uns mal das Schiff an. Boah, und das hat schon wieder hier gescheppert. Hier ist noch eine Nachricht. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ein Berg, ein Sumpf, ein Palast, ein Armenviertel. Warum nicht die Kajüten einer geschwindsegenden Galeere? Jeder schwindelerregende Schritt schleudert mich quer über den Globus, als wäre es ein schlichtes Huschen um die Ecke. Wirst du meinem Wege folgen oder dir einen neuen Weg bahnen? Gemessen an meinen eigenen Erfahrungen hast du gewiss schon so mancherlei erlebt. Ich werde weiter Notizen hinterlassen und dies solltest auch du tun, damit wir erkennen können, ob sich unsere Wege kreuzen. Aufregend ist dieser Ort für wahr, doch irgendetwas stimmt hier nicht, wenn ich auch nicht zu sagen vermag, was. Ein Hauch irdischer Realität fehlt. Bisweilen riecht es nach Kalk und Theaterschminke. Ja. Okay, wir sollen uns auf jeden Fall Notizen machen. Was auch immer für Notizen. Ich habe hier leider nichts zum Notieren. Ich hätte nur gedacht, dass hier irgendwie... Kommen wir aber nicht ran an diese Kisten da unten. Mal gucken. Vielleicht ist das mit der Theaterschminke ein Hinweis. Vielleicht finden wir irgendwo so einen Koffer oder was? Ja, das hatten wir... Oh, warte mal. Nee. Ich glaube, da haben wir in der letzten Folge was rausgenommen. Nee, sieht hier gerade nicht so aus, als ob uns das weiterhilft. Hier hatten wir auch irgendwie den Schlüssel oder so rausgenommen. Was ist hier los? Nichts. Hier vielleicht. Müssen wir bestimmt was raufsetzen. Oder können wir das... Können wir das schieben? Nee. Können wir nicht schieben. Schade. Boah. Wirklich dieses Schlagen. Das ist so krass. Hier nochmal auf dem Deck irgendwas? Ich würde ja auch gern mal hier in den Bereich. Aber den habe ich nicht angewählt bekommen. Oben nochmal beim Mast was gucken. Nee, aber man sieht immer noch das leuchtende Segel. Aber das ist noch nicht die Zeit, wo wir uns das genauer anschauen. Das muss wahrscheinlich erst irgendwie aufgeklappt werden. Kommen wir da hin? Nee, also da kommen wir wirklich nicht hin. Kann man das hier noch irgendwie drehen? Nein. Nein. Schade. Also irgendwie, wenn das hier noch nicht geht, na gut. Dann müssen wir vielleicht doch nochmal zurück an die Truhe. Dann habe ich da was übersehen. Würde ich zumindest behaupten wollen. Truhe, komm her. Wir müssen nochmal gucken. Irgendwie muss man das ja jetzt hier bewegen können. Aber hier können wir halt nichts machen. Oder doch? Moment. Ist das Streichhölzer oder was? Das Schlüsselloch scheint versperrt zu sein. Ja, ist klar. Wir haben aber auch noch nicht mal einen Schlüssel. Ja, wie könnte ich denn hier jetzt bitte noch was machen? Das ist einfach das, was ich hier so gerade als Problem sehe. Ich kann hier halt keine Schritte mehr gehen. Das geht so nicht. Ich meine, das hat sich vorher hier automatisch irgendwie bewegen lassen. Jetzt können wir hier auch nichts drücken. Wir können ja einfach mal jedes Feld hier kurz anklicken. Klicken wir uns mal eben Wolf. Nee, das wird, glaube ich, nichts bringen. Also irgendwie, das kann es nicht sein. Ich hätte das gern geschoben. Habe ich hier irgendeine Nachricht noch überlesen? Am Kap vorbei, 4 Meilen gen Westen.
4 Meilen im Norden, 2 Meilen nach Westen in eine Nebelbank. Und wir könnten sie mühelos überholen. Aber wir kommen ja mit dem Teil hier gar nicht mehr weiter. Warum? Das frage ich mich gerade, warum? Uns fehlt hier irgendwie noch was. Wo ist das notwendige Teilchen? Hier nicht. Oder doch? Nee. Also übersehe ich ihn hier gerade. Also das hier unten, das habe ich schon mal gesehen, dass das hier so eingekreist ist und dass es aussieht wie so ein Kompass, aber jetzt gerade hilft uns das noch nicht. Ich hätte gedacht, dass man hier in den Griff noch rankommt, aber da kommen wir nicht ran. Und hier ist auch nichts. Hier vielleicht? Nein. Hm. Gucken wir uns mal an der Decke um. Oh, da geht es nicht gleich aus. Da vorne ist auch nichts weiter. Also da kommen wir ja auch nicht hin. Das hatten wir ja letztens schon probiert. Und hier am Schiff ist auch nichts. Unten vielleicht. Ah, jetzt. Das. Moment. Das sieht so ein bisschen so aus wie ein Teil von dem an der Kiste. Können wir das hier irgendwie wegschieben, rausziehen? Ist da noch irgendwas? Ich möchte das Teil haben, bitte. Danke. Nein. Dann halt nicht. Aber hier, da kommen wir doch auch nirgends ran. An die Unterseite. Hier irgendwas. Da irgendwas. Ich glaube, da haben wir auch nur irgendwas weggenommen. Wir können ja nichts draufpacken. Wir haben ja nichts im Inventar. Ich würde sagen, ich gebe den Hinweisen mal eine Chance. Mal schauen, ob das wieder so Scherze sind. Was ist das für ein Mechanismus unter dem Tagebucheintrag? Er hat offenbar bewegliche Teile. Was? Unter dem Tagebucheintrag? Wie jetzt? Moment. Unter dem hier? Aber da kann ich doch nicht. War das damit gemeint? Weil irgendwie, hier habe ich ja schon bewegt. Ja, das sieht ja auch so aus, als ob man das hier bewegen kann. So Zahnräder und so, aber ob das damit gemeint ist, weil hier drunter, da ist ja nichts. Da kann ich ja nichts wegnehmen. Der Zettel bleibt hier liegen. Oder ist da noch was? Wir haben ja hier noch den anderen Tagebucheintrag. Moment. Wir haben dieses Buch. Moment, oder hierhin. Möglicherweise ist auch das gemeint. Meinten die das hier? Ich kann hier aber nichts bewegen. Doch, kann ich. Mann, natürlich kann ich. Ach. Okay. Ist das immer noch blockiert jetzt? Das ist die Frage. Wie muss das am Ende aussehen? So, dass das Schlüssel doch komplett frei ist. Weil jetzt ist es noch nicht frei. Ich weiß noch nicht, wo das Ganze hier... Ach so, das muss die Form des Schlüssels ergeben. Natürlich. Was auch sonst. Okay, aber uns fehlt der Schlüssel. Wenn ich das mal sagen darf. Oder brauchen wir den jetzt nicht mehr und können jetzt hier fröhlich bewegen? Nein, können wir, glaube ich, nicht, oder? Nein, das hat uns nicht geholfen. Also uns fehlt jetzt irgendwie echt dieser Schlüssel. Und ich würde denken, wenn wir diesen Schlüssel gefunden haben, dann kommt hier vielleicht noch so eine zweite Münze raus. Wo ist der Schlüssel? Wer hat den Schlüssel gemopst? Kann ich nicht woanders irgendwie noch einen Schlüssel wegnehmen? Ist hier noch was? Warum ist denn dahinter nichts? Hier oben, das sieht auch so aus, als ob man sich das... Da wollte ich gar nicht hin. Aber gut. Dann gehen wir halt erstmal hier hin und drehen hier rum. Wir drehen mal eine Runde am Rad. Tadam. Das war wirklich jetzt Zufall, möchte ich nur mal sagen. Da wollte ich gar nicht anwählen, aber umso besser. Aber sieht natürlich auch schon wirklich so aus, ne? Man muss auf sowas echt achten, auf solche Kleinigkeiten. Dann können wir jetzt den Schlüssel hier reinstecken.
Und drehen. Jawohl. So, das geht nämlich jetzt weiter. Okay, 4 Meilen gehen Westen. Und dann 4 nach Norden. Und dann noch 2 nach Westen. Und dann bestätigen wir. Sehr schön. Da kommt der nächste Eintrag und wir sehen jetzt schon, wir können danach mit dem Okular raufschauen. Aber wir gucken uns das erstmal ohne an. Wir haben sie jetzt. Kurz vor Mittag legte sich der Nebel und da waren sie, 6 Meilen im Süden. Wir näherten uns ihr rasch und sie floh 2 Meilen weiter nach Osten zum Kap hin. Nun ist sie gerade einmal noch 1 Meile im Norden. Das Kap wird sie nicht mehr erreichen. Oh. Hallo? Das ist ja krass. Oh, wir können selber fahren. Ach Gott, ich werde seekrank. Aber ja. Ja, jetzt muss ich hier... Oh nee, ich muss mir merken, was da steht. 6 Meilen nach Süden, 2 Meilen nach Osten. Also 6 Süd, 2 Ost und 1 Nord. So, 6 Süd. Oh Gott, das dreht sich aber hier... Also, ich würde gern hier mal so ein bisschen mehr erkennen, ja? Also wann... Ach Gott, ja, jetzt muss ich natürlich hier schauen. Wir steuern jetzt hier, glaube ich, wirklich so ein bisschen nach Süden. Hoffe ich. Wir sehen das halt hier auch nicht, ne? Ah, Moment. Guck mal, habt ihr das gesehen? Da geht's noch weiter. Das sehe ich so gar nicht. Boah, das ist aber ein bisschen schwer zu erkennen. Aber ich denke mal, da müssen wir hin. Wir müssen, glaube ich, einfach mal halten. Und dann müssen wir da jetzt hin. Bis wir das Ganze am Horizont erkennen. Okay, alles klar. Das ist damit also gemeint. Wir nähern uns dem Ziel. Ich werde niemals Kapitän werden. Das lege ich jetzt schon fest. So. Ey, 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 ey. Hallo, wir sind doch schon da gewesen. Freunde. Na? Was passiert da jetzt? Passiert da noch was? Okay, wir können also nochmal weiter bewegen. So, dann können wir das hier jetzt entsprechend bewegen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann noch 2 nach Osten. 2 und noch 1 nach Norden. Ja, okay, man sieht auch schon, die Münze muss dahin. Was ist da los? Oh! Ein Oberkörper. Eine bemalte Galionsfigur. Ja, die können wir uns ans Schiff klemmen. Wenn da jetzt meine Hand zwischen gewesen wäre oder mein Kopf. Aua, aua, aua. Gehen wir mal hier ran und ich denke mal, hier wird dann auch irgendwie Platz dafür sein. Oder auch nicht. Ja doch, komm. Dass die doch so groß ist. Ich hätte gedacht, die ist deutlich kleiner. Oh, wir haben ein Steuerrad gefunden. Das Steuerrad eines Modellschiffs. Ehrlich. Kann man hier noch irgendwie was machen? Nein. Okay, dann denke ich einfach mal, wir setzen das Steuerrad jetzt auch dorthin, wo es hingehört. Nicht da. Natürlich nicht da, sondern hier oben. Okay. Wir drehen einfach mal. Aha, aha. Es wurde ja auch Zeit, dass das Segel da mal aufgegangen ist, ne? SLRL. Das finden wir noch raus. Ich möchte mal ganz kurz hier reinschauen. Rose! Oder Rose. Na, dann machen wir doch mal Rose draus. Uha, und da ist der zweite Teil vom Rubin. Das ist natürlich toll. Können wir gleich mal
zum anderen dazusetzen und dann haben wir das Ding hier hoffentlich gelöst. Ach so, natürlich hier hinten hin. Und jetzt? Okay, hier geht das jetzt an einem anderen Tisch weiter. Ich würde aber mal sagen, das war's für diese Folge. Wir sind schon gut vorangekommen, finde ich. Ich meine, ne, das Schiffchen hier haben wir gelöst, die Truhe haben wir gelöst. Dann bin ich gespannt, wie das hier beim nächsten Mal weitergeht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und freue mich natürlich weiterhin über eure Kommentare. Ich habe schon gemerkt, einige von euch zocken jetzt auch schon The Room 2. Da seid ihr dann sicherlich vor mir fertig, aber naja, macht ja nichts. Ist halt auch einfach ein geiles Spiel, ne? Guti, dann bis zum nächsten Mal.